Hallo, liebe Kinder. Heute möchte ich euch ein besonders berühmtes Märchen erzählen. Es ist... Hey, was soll denn das? Hallo, Märchenerzähler. Wir haben dein Buch in unserer Gewalt. Wir sind die größten Fans des begabten und gut aussehenden Schauspielers Bernhard Hoeker. Ich wusste gar nicht, dass der Bernhard heißt. Und wir verlangen, dass dieser Ausnahmemime in dem heutigen Märchen eine tragende Rolle übernimmt. Andernfalls vernichten wir das Märchenbuch. Har, 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 die Entführer. Wenn ich das Buch nicht sofort wiederbekomme, kann ich keine Geschichte daraus vorlesen. Und in diesem Falle finden sie auch in diesem Märchen nicht statt. Herr Hoeker! Es ist das Märchen vom Aschenputtel. Und es beginnt in einer finsteren, stürmischen Nacht, in der man nicht mal die eigene Schwiegermutter nach draußen schicken würde. Aber sofort! Das ist Tante Hortensie. Ich meine, ich habe ja hier schon viele Märchen vorgelesen. Aber die ist nun wirklich Platz 1 in den Giftnudelcharts. Die ist... Entschuldigung. Sie hasste also alles und jeden immer und überall. Aber ganz besonders ihre hübsche junge Schwester Rosalie und ihren frisch angetrauten Ehemann Enzian Rosenthal. Er war ein erfolgreicher Knödelsieblochstecher und zudem stolzer Vater eines hübschen Mädchens namens Petunia. Wie gern würde ich euch heute Nacht bei mir haben, aber leider kann sich euer missratenes Brüllbündel nicht benehmen. Es quält meine beiden armen Töchter. Nicht wahr, meine kleinen Häschen? Sie tritt und sie schubst, hat gekratzt und gebissen. Sie rülpst und sie pupst, hat ins Bettchen geschissen. Schluss damit! Warum sollen wir bleiben, wo wir nicht willkommen sind? Schatz, komm, wir fahren nach Hause. Was habe ich dir getan, Schwester? Dass du Zeit meines Lebens so garstig zu mir sein musstest? Gar nichts. Es genügt voll oft, dass es dich überhaupt gibt. Richard, lass gut sein. Ich mach das schon. Herr Rosenthal, ich bin der Stalljunge. Ihr seid der Gast. Also lasst mich rein. Richard, du Rotzlöffel, ab in den Stall, wo deinesgleichen hingehört. Und ihr beiden verschwindet endlich. Verflucht nochmal! Von diesem Unglück träumte Petunia fortan jede Nacht, die sie seitdem verlebt hatte, als Dienstmagd auf dem Hof ihrer Tante Hortensie. Puttel, warum musst du immer so schreien am Morgen? Wozu haben wir einen Gockel? Das nächste Mal kannst du mit ihm auf dem Misthaufen schlafen. Kikeriki, kikeriki, das Puttel steht im Mist bis zum Knie. Um 8 Uhr kommt der Köhler, also mach den Kohlenkeller sauber. Pferdeäpfel, Hasenkuttel? Da steht's in der Asch, das Puttel. Aschenputtel! Du bist das Aschenputtel! Und um auf diesen Spitznamen zu kommen, haben die jetzt 18 Jahre gebraucht. Aschenputtel, 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 Aschenputtel! Der Stalljunge Richard hatte im Gegensatz zu Petunias Eltern den Unfall überlebt.
aber er hatte seitdem kein Wort mehr gesprochen. Die einen meinten, es sei der Schock gewesen, andere sagten, es war die Verletzung am Kopf. Doch Tante Hortensie vertrat die Ansicht, dass es nicht besser hätte kommen können, weil sie nun sein elendes Geplapper nicht mehr ertragen müsste. Wenn das jetzt hier kein Märchen wäre, dann würde ich ihr wirklich eine solche... Würde ich wirklich. Aber trotzdem war Richard all die Jahre Petunias einziger Trost. Und was für eine. Aschenputtel, Aschenputtel. Du lachst? Ich verstehe. Das Lachen wird dir schon noch vergangen sein, wenn du erst die Wäsche gewaschen, den Stall ausgemistet und die Erbsen sortiert hast. Der ganze Stall ist voller Mist und das Pferdchen hat schon reingepiept. Obwohl der Tisch voll Speis sich biegt, das Puttel nix zum Fressen kriegt. Weg. Wir sind hier nicht in Gretels Gasthaus zur roten Laterne. Außerdem hat die viel zu dicken Hintern. Ja, wenn Tante Hortensie das sieht, dann werden wir die Nacht auf dem Hof verbringen und die nächsten Tage schrecklich hungrig sein. Und den Kohlenkeller putzen, bis sich eure hässlichen Fressen auf dem Boden spiegeln. Wenn's stinkt nach Asche und nach Mist, weißt du, wo's Aschenputtel ist? Riecht's nach Jauche oder Kacke? Klebt's wohl den Puttel an der Backe? Wer schweinische Bilder malt, kann auch fressen wie die Schweine. Gesegnete Mahlzeit. Würzen. Gewürz. Salz, Pfeffer. Kardamom, Muskatnuss, Zimt. Ziege. Zimtziege. Wenn das auch noch mitkriegt, dann ist immer was los. Wie, und du, hast du nichts?
Dankeschön. Verehrte Bote des Königs, was verschafft mir, bescheidene Frau, diese ehrwürdigste aller Ehren? Kommt für einen Augenblick rein. Ihr müsst doch völlig erschöpft sein. Ja, eigentlich nicht. Das Schloss ist nur da nur... Nun untertreibt ihr, stattlicher Bote des hochverehrten Königs. Ziert euch nicht. Meine Töchter wollen euch kennenlernen. Ja, komm mal. Und so soll ich nun im Namen von König und Königin Folgendes bekannt machen. Würdet ihr bitte euren Töchtern sagen, dass ich so nicht arbeiten kann? Ach, Kinder, lasst doch den gut aussehenden jungen Mann seine Pflicht tun. Der soll wohl seine Pflicht tun, aber bitte an mir. Nein, an mir und nicht an dir. Aber bitte, meine Damen. Meine Damen, er meint mich, nur mich, ganz allein. Du bist ein Trampel, aber eine Dame ist fein. Ich bin ja wohl viel mehr Dame als du. Lass ihn in Ruhe. Leko! Ja, wo war ich? Und so will der König nun seinen Sohn, Prinz Dornhelm von Gumpendolm, endlich verheiraten. Und zwar mit einer Frau aus dem Volke. Mit einer Frau aus dem Volke? Das bin ich! Du doch nicht. Ich bin viel Frau aus dem Volkischer als du. Mach dein Kuchenloch zu. Nein, du! Blöde Kuh! Schluss jetzt. Was soll denn der nette Herr Bote denken und am Ende dem König erzählen? Ja, Frau Mama! Mit einer Frau aus dem Volke also. So, so. Wie kommt das? Dies haben der König und seine Gemahlin so entschieden. Und ihnen ist zu Ohren gekommen, dass die schönste Frau der Stadt an diesem Hofe wohnt. Das bin ich! Ich! Nein, ich! Nein, ich! Wie lautet der Name dieser Frau? Distel. Kanivora, Kanivora, Kanivora! Wie lautet der Name dieser Frau? Ein gewisses Fräulein Petunia Rosenthal. Aber da haben Majestäten wohl geirrt. Guten Tag. Richard, in den Stall mit dir, zum Ausmisten. Los! Und jetzt zu dir. Aber... Hab ich es nicht erwähnt, dann muss ich es vergessen haben. Bis morgen früh müssen sie sortiert sein. Wenn du es schaffst, dann nehmen wir dich mit zu einem Empfang ins Schloss. Na, was sagst du jetzt? Petunia wusste, dass es Tage dauern würde, bis sie all die Erbsen sortiert hätte. Und so wäre sie auch noch tagelang dagesessen, aber wer von euch dieses Märchen schon mal gehört hat, der weiß... Schon fertig? Ich... Mal sehen, was du geschafft hast. Was? Nein, ich bin noch nicht...
Wie in drei Teufelsnamen hast du das? Raus damit! Wie hast du das gemacht, du verlogener Dreckspatz? Ich hab mich beeilt. Na dann. Dann steht ja deinem Besuch im Schloss nichts mehr im Wege. Ach, da fällt mir ein. Du hast ja gar nichts zum Anziehen. Was, aber natürlich. Ich kann auch das Kleid meiner Mutter tragen, seht mal. Oh, das tut mir leid, aber das Kleid kannst du nicht tragen. Was, aber warum denn nicht? Das passt mir doch wie angegossen. Oh, das mag ja sein. Aber leider hat der Wind der armen Distel das Kleid vom Haken gerissen, es zum Fenster rausgetragen und rate mal, wo es gelandet ist. Dürfte es ja sogar für dich zu spät sein, es zu säubern. Und die arme Distel muss mit deinem Kleidchen vorlieb nehmen. Ja, das Leben ist hart. Distel, Puddel ist einverstanden. Alles in Ordnung. Und das blöde Ding ist mir sicher zu klein. Tja, leider muss er auf dein Pferdearsch rein. Ja, die arme Petunia wusste vor Kummer weder aus noch ein. Und wie immer, wenn sie so traurig war, suchte sie Trost an einem Ort, der ganz in der Nähe lag. Hoeka, nun kommen Sie schon. Ich weiß doch, dass Sie da sind. Ja, bitte? Sie werden lachen, aber ich habe eine Rolle für Sie. Wir.
Leck mich, Gotham. Bam. Jetzt. Ich heiße Sie herzlich willkommen auf Schloss Gumpendoll. Du kannst dir gerne Appetit holen, aber gegessen wird zu Hause. Gnädiges Fräulein. Nur Missverständnissen vorzubeugen. Mein Mann ist bereits verheiratet. Es dreht sich hier um unseren Sohn. Auch wenn mein Mann das manchmal zu vergessen scheint. Aber Pappelepapp, was rede ich da? Ihr wisst doch sicher, wie die Männer sind. Hat sonst noch jemand an dem Prinzen etwas auszusetzen? Du da. Oder du vielleicht? Oder ihr? Du da. Du tanzt als Erste mit dem Prinzen. Hey da! Musik! Dass dieser bösartige Knecht unser Sohn ist? Hörst du mir überhaupt zu? Mann, ist das ein Schnüffelchen, der kristet ja nichts. Zu, Verehrteste, mich dünkt, ihr seid ein braves Frauenzimmer. Wenn ihr also heute Nacht bei mir bleibt und mir gar artig zu Diensten seid, dann will ich darüber nachdenken, euch in die engere Wahl zu nehmen. Na, was sagt ihr dazu? Ah! Ah!
Ihr denkt doch wohl nicht, euch dem Prinzen zu widersetzen. Mama, ihr solltet lieber freiwillig tun, was ich sage. Denn am Ende bekomme ich ja doch, was ich will. Naturellement. Fragte, ob es ihr gut geht, die Mädchen, das ihr damals aufnahmt, nach diesem Unfall. Wie war ihr Name doch gleich? Puddel! Wendete das Blatt sich schnell für Carnivora und Distel. Haltet die auf! Legt sie in Ketten, brecht ihr die Beine, was weiß ich! Sie hat die Hochzeiterkette geklaut! Gesagt. Was ist denn? Bin ich jetzt dran? Was soll ich denn sagen? Ich habe gar keinen Text. So, du findest dich also besonders komisch, wie? Naja, es geht so. Okay, also manchmal, da bin ich schon verdammt gut. Zum Beispiel, ich habe so eine Nummer, da bin ich ein Pilot und erzähle ein Gute-Nacht-Märchen. Pass auf, geht so. Hänsel und Gretel sind jetzt so circa 200 Kilometer von zu Hause entfernt und werden sich in wenigen Minuten im Wald verlaufen.
Hängt ihn auf. Aber wieso das denn? Das ist eine gute Nummer und außerdem die Nummer ist ja noch gar nicht fertig. Die geht doch noch weiter. Nämlich am Ende, wenn er... Also, jetzt hört... Die königlichen Herrschaften lassen ausrichten, dass man euch ab sofort nicht mehr auf dem Schloss duldet und euch auf keinem höfischen Empfang im Lande jemals mehr wiederzusehen wünscht. Ach, wir sind erledigt, geächtet, verstoßen. Steckst du? Hilf meiner dämlichen Tochter mit dem Helm! Ich bin Klempner von Beruf. Ein Dreifachhof, den Ladies goldene Handwerk schuf. Zu Aschenputtel. Sag die Wahrheit! Warst du heute Nacht auf dem Schloss? Antworte mir! Ihr habt mir mein Kleid genommen und habt es Distel gegeben. Dann seid ihr ohne mich mit der Kutsche davongefahren. Und ihr fragt mich allen Ernstes, ob ich auf dem Schloss gewesen sei? Ich verstehe diese Frage nicht, Frau Tante. Dann geh gefälligst die Kleider meiner Töchter säubern, du nichtsnutziges Trampel! Was machst du hier oben, du Schmarotzer? Hab ich dir nicht befohlen, Distel zu helfen? Richard! Hortensie konnte sich zwar nicht erklären, wie sie sich so getäuscht hatte, aber trotzdem ließ sie ihre Wut über diesen beschämenden Abend mal wieder aus an Petunia. Durchlaucht und ihre durchlauchte Frau Königin, Mutter des auch so wundervollen jungen Herrn, dem durchlauchtesten Prinzen ihres Selbst. Welch eitel Sonnenschein in eurem ach so gütigen Antlitz, in welchem ich wohl ganz recht annehme, einen Funken von Gnade zu erkennen. Nein oder doch oder ja oder ja? Gut. Ihr könnt mich gnädig stimmen, gute Frau. Und ihr werdet ein gern gesehener Gast bei Hofe werden, falls es euch gelingen wird, das Mädchen wiederzufinden, an dem mein Sohn einen Narren gefressen hat, verständlicherweise. Wir suchen seit Tagen nach ihr. In jedem Dorf, in jedem Haus, in jedem Stall, unter jedem Stein. Langsam verliere ich die Geduld. Und ich erst. Mir reicht's. Der Prinz hält jetzt so lange die Luft an, bis er sie hat. Dass dieses Kind unser Sohn ist. Los, los, Frau. Holen Sie Ihre Töchter, dass wir sehen können, ob der Schuh passt. Aber natürlich sofort, hochverehrter Herr, Diener des Königs mit dem gütigen Gesichte, das nach Gnade duftet wie frischer Knödelteich. Die Verse an, verdammt nochmal. Au, ich kann nicht!
boom, 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 ram-a-lam. Ding dong, ram-a-lam. Ding dong, boom, boom, boom. Na gut, ich hab doch noch einmal eingeatmet. Aber jetzt macht der Prinz ernst. Bis er erstickt. Ich verstehe das nicht, den Schuh, den kenne ich doch. Der steht bei uns im Wohnzimmer auf dem Regal. Wir verwenden ihn als Vase und tun Schnittblumen rein. Es tut mir leid, gute Frau. Wenn jemand anders zum Anprobieren da ist, dann wird die Ächtung bei Hofe nicht aufgehoben. Wir müssen weiter damit. Dornhelm nicht implodiert. Pardon! Pardon! Ich hab noch eine. Warten Sie hier. Was? Nein. Ich bitte nicht. Ich habe keine Zeit. Ich muss noch die Erbsen sortieren. Mist. Tut dem Mädchen weh. Es gibt ja bestimmt noch andere Mädchen mit dieser Schuhgröße. Ich heirate doch nicht diesen filzläusigen Dreckspatz. Naturellement. Natürlich nicht. Verdammt. Ich will sofort weiter suchen, Papa Dupont. Also doch, leugne nicht. Dieser Schuh hat Größe 34 1/9. Niemand hat diese Schuhgröße, außer deine elende Mutter. Und der passt dir wie angegossen. Ja, aber du hast mich also bei Hofe blamiert und meine Töchter. Das hast du jahrelang geplant. Gib es zu. Das war deine Rache. Ein Unfall mehr oder weniger in dieser Familie. Das kann doch passieren. Dann hast du dir eben beim Holzhacken in deinen schönen, schmalen Fuß gehackt und bist dabei elendiglich verblutet. Grüße an meine verdammte Schwester und ihren ach so edelmütigen Mann. Richard!
hat euch eigentlich der Blitz nicht erschlagen, wie die beiden da unten und ihr stinkender Gaul? Alles muss man selber machen. Richard, vielleicht sollten wir einfach weg von hier. Weg von dem Hof, weg von den Schwestern, weg vom Prinzen. Vielleicht solltet ihr euch das nochmal überlegen. Was meint ihr? Komm her, Junge. Bitte. Ist doch noch gut in Schuss. Soll es heißen, dass Richard unser wahrer Sohn ist, ja? Nicht wahr, Basilikus? Es war vor 22 Jahren. Der Krieg um die Krone tobte noch im Land. Ich hatte die Aufgabe, den neugeborenen Königssohn zu schützen und hatte meinen Adjutanten Enzian Rosenthal den Befehl erteilt, ihn zu vertauschen mit einem Kind aus dem Volke, und zwar aus der alleruntersten Unterschicht. Doch Petunias Vater brachte es nicht übers Herz, den armen Prinzen aufwachsen zu sehen bei diesen Vollproleten. Und so fasste er einen folgenschweren Entschluss. Er hinterließ das Geld und brachte den Jungen stattdessen zum Hof seiner Schwägerin Hortensia. Leider nahm er das Geheimnis um den wahren Prinzen mit ins Grab. Doch dank diesem ehrenvollen Mann kann das Königspaar ihren Sohn wieder in die Arme schließen. Ich pack's nicht, ich soll ein Prinz sein. Wer hat da gerade gesprochen in meinem Hals? Das war doch ich, oder? Figaro, 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 ich kann singen! Ja, hey, Papa! Oh, hey, nicht so doll, nicht so doll! Boah, hey, was hast du für Deo? Das ist ja super, das möchte ich auch haben! Hey, und der Mantel, das ist ja tierisch! Hier stellen wir den Tisch rein und eine Bank und eine Blaskapelle und machen ein Bierzelt raus! Hey, Petunia, wir ziehen hier ein! Da drüben mache ich die Sitzsäcke und da die Kegelbahn! Oh, und das hier, das wird der Parkplatz für meine 80.000 Kutschen! Na gut. Ein Spielplatz für unsere 80.000 Kinder. 70.000 davon werden adoptiert, ja? Aber 10.000 machen wir selber. Hm? Antworte mit: Ja, ich will. Ja, ich will. Ruler of my heart, robber of my soul, where can you be? I wait patiently. When you're alone, the going gets rough.
Hallo? 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 Wie wär's mit einer Generalamnestie für alle Verurteilten? Und kann einer dem kleinen Lord sagen, dass Galgen nicht zum Spielen sind? Hör auf! Hallo? Kann mir wenigstens jemand etwas vom kalten Buffet bringen? Hallo? Guck mal, geh doch mal nach da rüber. Spiel mit der Katze, die kannst du ins Wasser stecken. Zünd den Schwanz, das ist doch schon sehr, aber hau ab. Und die Moral von der Geschichte? Vertrau auch dem Erzähler nicht. Gute Nacht.